Fragen wir nach bei Marion Schmickler in New York. Marion, wie hat Grossi die Umstände beschrieben, unter denen die Belegschaft im Kraftwerk arbeiten muss? Ja, Grossi sagte, das seien extrem schwierige Bedingungen. Man könne im Prinzip gar nicht davon sprechen, dass ein routiniertes, sicheres Arbeiten dort möglich ist, weil zum Beispiel Militärgerät in den Räumen des Kraftwerks steht. Es gibt Fotos von Militärlastern, die in einem Turbinenraum stehen. Also da gibt es gar kein normales Arbeiten, weil man drumherum arbeiten muss. Außerdem ist die Kommunikation extrem schwierig. Es gibt kein stabiles Internet. Es gibt oft keine Telefonverbindung. Es gibt kein Fax. Es gibt keine Satellitenverbindung. Und ganz häufig ist es offenbar so, dass die Mitarbeitenden dort per Handy nach draußen telefonieren müssen. Und auch das ist nicht sicher. Und sie haben außerdem auch keinen Zutritt zu allen Bereichen. Also insgesamt sagt Grossi, das ist extrem gefährlich, wie dort gearbeitet wird, weil so auch natürlich menschliche Fehler passieren können, wenn Leute da so übermüdet, überarbeitet sind, zum Teil über 4 Wochen nicht zu ihrer Familie zurückgehen können. Und er sagt, das muss sich ändern, weil ansonsten könnte alleine durch menschliches Versagen da eine Katastrophe passieren. Und was genau muss sich ändern? Grossi fordert ja mindestens eine Sicherheitszone rund um das AKW. Wird sich Russland darauf überhaupt einlassen? Ja, das war interessant, wie die Reaktion war des russischen Botschafters hier. Auf all die Forderungen, auf die Beschreibungen von Grossi hat der Botschafter mit einem großen Lob geantwortet. Er sagt, es sei ein mutiger Schritt, dass die Inspektoren jetzt da hingereist seien. Und Russland sei sehr froh, dass sie jetzt vor Ort sind und auch erstmal ja 2 Mitarbeiter vor Ort auch bleiben. Aber kein Wort von einer Sicherheitszone, kein Wort von einem Abzug auch der Militärgeräte. Da wollte er wissen, welche Militärgeräte sind das denn überhaupt? Also er hat das alles in Frage gestellt und hat gesagt, ja, wir müssen uns erstmal die Details angucken. Dafür gab es aber das, was es immer wieder auch hier im Sicherheitsrat von russischer Seite gab, Anschuldigungen an Kiew. Kiew sei verantwortlich für die Situation in Saporischschja und wenn es dort zu einer Katastrophe kommen würde, sei das alleine, sei Kiew verantwortlich dafür. Die Amerikaner meinten dann gleich im Anschluss dazu, das sei großes Theater. Die britische Botschafterin sprach von Roulette, was Russland spielt mit Saporischschja. Aber tatsächlich gibt es auch ein bisschen Hoffnung. Jedenfalls sagte das Grossi so, der sprach von einer historischen Mission, weil er sagte, normalerweise ist das so, dass meine Inspektoren erst dann in ein Kraftwerk reisen, wenn die Katastrophe schon passiert ist, also wie in Tschernobyl oder Fukushima. Aber diesmal gibt es tatsächlich die Chance, dass die Leute vor Ort sind und eine Katastrophe verhindern. Und diese Chance müsse man auf jeden Fall nutzen. Bisschen Optimismus, immerhin in einer gefährlichen Situation. Marion Schmickler, danke aus New York.